Willkommen zur finalen Folge von Mein Faction 2. Heute steht der große Krieg an. Ja, um es kurz zu fassen, wir kämpfen gegen zwei Personen. Gegen Nestflo und gegen Reghost. Und wir haben hier hinten diese kleine Schatzkammer ausgehoben. Und da habe ich ja schon ein bisschen was drin, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zwei Steel Cutlers. Falls der eine mal richtig down ist, kann ich eben schnell fix auf den zweiten switchen. Hab allerdings oben die Werkzeugesse schon vorbereitet, da liegt schon der Stahl drin. Da muss ich nur irgendwie hinkommen, um die, um den Cutlass zu reparieren. So, wir haben zwei gelbe Mini-Herzen und ein rotes Mini-Herz. Die heilen uns halt extrem hoch. Das gelbe Mini-Herz, glaube ich, 10 oder 15 Herzen, das rote Mini-Herz 10 Herzen und das gelbe Mini-Herz 20 Herzen, so rum. So, dann habe ich hier noch ein paar konzentrierte Essenzbären, falls ich irgendwas zwischendrin reparieren muss. Und ja, das packen wir mal in den Rucksack rein. Hier im Rucksack haben wir noch zwei Ersatzrüstungen. Die eine mit Schutz 4, Haltbarkeit 3, Schutz 4, Haltbarkeit 1, Magnetisierung 4, Schutz 4, Hast 3, Schutz 4, Haltbarkeit 3. Und dann haben wir noch hier Magic Resistance 3. Und dann haben wir hier halt noch eine crappy Rüstung. Falls es wirklich gar nicht mehr geht, müssen wir die anziehen, falls die alle kaputt gehen. Rüstungstechnisch, die Traveler's Gloves dürfen wir anbehalten, 20 Herzen haben wir alle. Manulin-Schuriken, ich nenne es immer Manulin, die haben Fiery 2 und plus 15 Angriffsschaden. Die habe ich mir aus Manulin hergestellt. Das sind noch 293. Die sollten eigentlich reichen, gegen Nestflo wird es mir nicht helfen. Der hat natürlich sein Wirbelwindsiegel, das wir allerdings auch haben. Wir haben ein Wirbelwindsiegel, wenn wir das einsetzen, wenn wir das benutzen, dann kann uns nichts passieren, was Shurikens und ähnliches angeht. Zieht allerdings an unserem Blutpool. Und das Siegel der Elementaraffinität. Wenn wir das, das benutzen, ihr seht das schon, Perfect for a fire-breathing fish who is afraid of heights. Wenn wir das einsetzen, bekommen wir weder Fallschaden, noch Feuerschaden, noch, Wasserschaden, also ertrinken können wir auch nicht, was echt nice ist. Ich kann euch das irgendwann mal zeigen, wie man das herstellt mit Blood Magic, oder guckt einfach beim Nestflo mal in die Folgen rein, wo er Blood Magic gemacht hat. Ist ein sehr interessantes Thema, Blood Magic, also ist ein sehr interessanter Mod. Und da habe ich mich auch ein klein bisschen dran versucht offscreen, deswegen, wir haben ja auch das Luftsiegel. Davon hatten wir auch zwei, weil sich das dupliziert hat, als ich ins End reingegangen bin. So, dann haben wir noch ein paar Eimer Milch. Die möchte ich gerne auf jeden Fall mitnehmen. Drei Stück im Inventar, drei Stück im Rucksack. Ist vielleicht ganz wichtig, wobei gewithert werden können wir nicht durch diese witherlose Rose. Diese witherlose Rose, sobald wir die dabei haben, können wir nicht gewithert werden. So, was ich auch gerne dabei hätte, wären die goldenen Äpfel. Die ziehe ich mir gleich, wenn der Kampf losgeht, noch unten ins Inventar, sobald ich beide Siegel hier aktiviert habe. Sobald ich hier beide Siegel aktiviert habe. Die Äpfel haben wir noch als Ersatz dabei. So, und ansonsten haben wir hier noch Tränke. Und da würde ich noch nicht gerne alle mitnehmen. Ich nehme jetzt hier ein paar Tränke der Regeneration mit. So, 4, 5 Stück. Einen unten ins Inventar. Das tue ich gleich alles noch sortieren. Dann hätte ich gerne noch ein paar werfbare Tränke der Heilung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den Trank der Unsichtbarkeit, den tun wir mal hier rüber. Und 1, 2, 3, 4, 5 haben wir noch frei für Gifttränke. Was auch richtig nice ist. So, und dann zeige ich euch jetzt noch fix etwas. Und zwar unseren kleinen Panic Room, den ich mir eingerichtet habe. Ihr seht auch, ich habe hier Schutz 4, Haltbarkeit 3, Magic Resistance 5 auf jedem Rüstungsteil. Hier habe ich dann noch einen Run-Speed-Bonus und Step-Assist auf den Schuhen und Hose. Das heißt, ich kann hier einfach über einen Block hohe Sachen laufen. Dann haben wir hier noch unsere Minion-Armee stehen, natürlich. Ein paar von denen haben auch Namen. Zum Beispiel hier hinten steht Christina, natürlich, hier aus Stadt Schwarz.
Dann haben wir hier noch Mr. Smokey PvP, der sogar ein Schwert in der Hand hält. Hier drüben steht Herbert. Da haben wir Onkel Poppy, der uns im Kampf behilflich sein wird. Hier haben wir Rache für Kevin. Natürlich ist Kevin ja durch einen Unfall durch Blocky gestorben. Und ansonsten unsere ganzen Minions hier, die kennen wir ja noch. Den hier. Und wo ist Ender Chicken? Hier ist Ender Chicken. Und ansonsten hier noch mit Zombie-Pigment-Kopf. Und ansonsten ja, ganz viele Eisengolems haben wir uns hergestellt auf jeden Fall. Die sind echt nice. So. Minion Necro. Wir haben auch ein paar schon ein bisschen Schaden bekommen, weil hier ein paar Mobs reingekommen sind. Und ja, unser Panic Room, der befindet sich hier hinten. Auch gut versteckt, wie ihr hier seht. Das sieht man echt nur, wenn man oben drauf achtet. Da haben wir eine Truhe mit Laundanum, mit noch ein bisschen was zu essen. Und hier packe ich auch noch das rote Mini-Herz rein. Damit wir das auf jeden Fall sicher haben. Und ich würde sagen, gleich wird es losgehen. Ich beende jetzt kurz nochmal die Aufnahme. Gleich aber noch in dieser Folge wird es losgehen. Und ich hoffe, dass es ein sehr, 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 sehr epischer Kampf wird, Leute. Ich hoffe, dass es ein sehr epischer Kampf wird. Und hoffe auf jeden Fall, dass wir nicht die Ersten sind, die sterben. Ich würde mir gerne noch einen werfbaren Gifttrank mitnehmen. Dann haben wir 6 Stück. Und den Trank der Unsichtbarkeit. Eigentlich wäre das sogar richtig gut, wenn wir den in den Panic Room bringen, damit wir im Panic Room uns nicht sneaken müssen, falls jemand in Stadt Schwarz kommt und uns unseren Nametag nicht sieht. Das wäre halt nice. Den packen wir hier rein. Die Witherlose Rose packen wir hier rein. Und ich glaube, die Äpfel packe ich jetzt auch erstmal hier rein. Dann kann ich noch 2 Tränke mitnehmen. Das Problem ist halt, wir haben nur 10 Slots für die GUI. Wir brauchen auf jeden Fall das Luftsiegel und das Essen und die Shurikens in der GUI. Ich glaube, die gelben Mini-Herzen, das machen wir dann mit dem Hochfliege-Runterfall-Trick, den ich ja so gerne anwende. Dann würde ich gerne, ja, ich glaube, die Heilungstränke sind halt echt am wichtigsten. Dann nehmen wir noch 2 Heilungstränke mit, haben 3 Eimer Milch, haben noch 3 Eimer Milch hier in der, im Rucksack, haben noch konzentrierte Essenzbeeren, falls mal wirklich irgendwas sein sollte, dass wir irgendwas reparieren müssen. Das Problem ist, wir haben halt auch kein Hyalurid mehr, weswegen die konzentrierten Essenzbeeren eigentlich Blödsinn sind. Ist egal, jetzt haben wir sie dabei. Und ja, unsere Taktik ist es, wir müssen auf jeden Fall erst den Regos down bekommen. Und gegen Nestflo wäre es ein echt ebenbürtiger Kampf. Regos ist halt echt ziemlich OP durch seinen Zauber. Und ich glaube, die Milch werden wir... Aber jetzt haben wir eine Heilung... Moment, erst Heilung, Regeneration, Vergiftung. So, dann können wir die Siegel hier auch drin lassen. Allerdings werde ich gleich dann die goldenen Äpfel und die gelben Mini-Herzen nach unten ziehen. Ich muss mal gucken, bleiben die aktiviert, wenn ich sie hier oben reinziehe? Ja, okay, bleiben sie. Okay, okay. Unser Blutpool ist voll. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, geht's gleich los mit dem Kampf des Jahrhunderts, des Jahrtausends, dieser Dekade, des Jahrzehnts, dieses Jahres, dieses Monats, dieses Tages. Der Kampf der Kämpfe steht nun an in Mindfaction 2. Bitte. Los geht's. Wir kriegen gleich einen Countdown hier im Chat. Im Ingame-Chat. Ich bin absolut, Leute, ich bin absolut nervös, absolut angespannt. Und wir brauchen noch einen Punkt, von dem wir aus starten. Und ich habe mir da ehrlich gesagt hier oben die Smeltery ausgedacht. Und wurde schon was geschrieben? Nein? Okay. Hier seht ihr unsere Minion-Armee. Da fehlen doch aber einige, oder? Ja. Da fehlen doch aber einige gerade, habe ich das Gefühl. Go. Okay, Leute. Wir beobachten hier jetzt erstmal unseren Spawn. Und ich will die Siegel noch nicht öffnen. Oh Leute, jetzt muss ich aufs Klo, ey. Jetzt muss ich aufs Klo.
Scheiße. Ja, das nicht, aber... Ich bin angespannt wie die Hölle, Leute. Es ist echt nicht mehr schön. Okay. Okay. Einmal aktivieren, aktivieren. Zack, zack. Und ab aufs Luftschiff. Wo sind die beiden? Wo sind die beiden? Wow! Da ist Nest Flo, da ist Flo, da ist Flo. Und der greift uns an. Oh, ich bin geslowt. Miese Sache. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Okay. Haben wir noch Slowness? Nein. Wir können keinen Fallschaden bekommen. Da war Reghost, da war Reghost. Wo ist er hin? Nein, lass mich. Okay. Ja. Okay. Er hat uns entangled, er hat uns entangled. Wir müssen weg. Wir müssen weg, er hat uns entangled. Okay. Oh, ich bin so am Zittern, Leute, ne? Okay. Essen. Sind wir noch entangled? Der Entangled-Zauber, der hilft nicht lange. Der hält nicht lange bei ihm. So, schauen wir mal hier oben. Wo ist er? Wo ist er? Oh, mein Herz pocht gerade so sehr, ne? Da hinten. Komm. Ja? Weg, 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 weg! Oh Gott! Okay. Kein Fallschaden. Okay, er hat uns geslowt. Okay. Erstmal kurz heilen. Wir scheinen ihm aber eben gut Schaden reingedrückt zu haben. Da war Flo, da war Nestro. Flüchten in Stadt Schwarz. Weg hier. Jetzt juckt mir das Ohr. Okay. Das war knapp, das war richtig knapp. Der Reghost hätte uns fast down bekommen. Mit seinen Zaubern. Und unsere Rüstung sieht noch echt super aus. Also, ab wieder aufs Luftschiff. What? Blöcke? Da ist Reghost, da ist Reghost. Nee, nee du, nee. Den Fehler mache ich nicht nochmal, mich in den engen, in den engen Raum treiben zu lassen. Okay. Fuck. Weg hier. Das ist somit der mieseste Zauber, den er machen kann. Wir müssen jetzt erstmal weg. Am besten nicht über Wasser. Ich sehe das ja auf unserer Minimap. Wir müssen einmal landen. Und müssen einmal eine Milch trinken, auf jeden Fall. So. Können wir wieder den Gifttrank hier unten reinpacken. Zurück zum Luftschiff. Okay. Er hat uns entangled und geblindet, mal wieder. Wir müssen mal kurz zur Stadt Schwarz. Okay, du kommst mit. Ich brauche einen freien Slot. Scheiße.
brauche einen freien Slot. Du kommst mit. Du kommst mit. Nein! Schnell raus, das geht voll auf die Rüstung. Und du kommst mit, Christina. Und Rache für Kevin kommt auch noch mit. So, das Essen wieder unten rein. Und ich habe mein Wahrheitssiegel jetzt halt nicht dabei. Okay. 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 Wir kriegen ihn recht gut. Wo ist er? Okay. Na? Ach, uns passiert ja nichts, wenn wir durch Feuer laufen. Da haben wir den Vorteil. Fuck. Wo sind die beiden? Da oben habe ich jemanden fliegen gesehen. Fuck. Ich höre ihn doch heilen. Er ist unten. Er ist unten. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Okay. Wo ist er? Er war hier unten beim Weihnachtsmarkt. Nehme ich mal an. Ist aber eigentlich ein richtig gutes Versteck. Wo ist er? Okay. Mein Pink spinnt, sagt er. Oh, Christina ist fast tot. Und keine Äpfel dabei, scheiße. Bleibst mal. Komm mit, Christina. Komm mit, Christina. Ich bring dich in Sicherheit. Ich bring dich in Sicherheit, komm mit. Danke. Okay. Ihr bleibt jetzt hier. Wo sind die beiden? Da war jemand. Aber ich glaube, das war Flo. Das war Flo. Okay. Da oben ist Reghost. Er ist weg, er ist weg. Okay. Ja, sah gerade so aus, als würde er laggen. Wo ist Reghost? Wo ist Reghost? Den müssen wir down kriegen als erstes. Ich muss jetzt allerdings auch mal gucken. Okay. Oh Mann, das ist so spannend. Ich bin so nervös. Und wir gehen jetzt erst nochmal zurück in Stadt Schwarz. Komm, komm, komm. Ah, Mann. Wo ist mein Essen? Graue Wolle im Inventar. Gut. Wir müssen Christina mal ein bisschen hochheilen. Wir müssen Christina mal ein bisschen hochheilen. Je mehr Minions wir haben, desto besser ist es. So, Christina, hier. Iss. Iss. Tu es. Iss. Komm. Okay.
Okay, Christina. So, ihr kommt wieder mit. So, wo sind die beiden? Ist denn jetzt mitgekommen? Rache für Kevin! Okay. Wir müssen nochmal zurück in Stadt Schwarz. Ich muss jetzt fix in meinen Keller und hoffen, dass mir niemand hinterherkommt. Es ist noch ewig viel, was wir haben. Okay. Creeper. Ein Creeper können wir noch erschaffen. Unsere Shurikens haben wir auch nicht mehr da unten drin. Okay. Okay. Er ist weg. Fuck. Entangled. Weg vom Luftschiff. Hierhin. Nein! Ach Mann! Hör doch auf durchzuscrollen von selbst. Ach Mann, warum? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Echt nicht. So. Okay. Kann aber auch sein, Königsschleim, kann aber auch sein, dass ich einfach nur zu hastig durch die GUI scroll. Okay, wo ist das Luftschiff? Scheiße. War das hier? Kurz gucken. Ja, da. Okay. Wir dürfen nicht so sehr spammen. Wo ist er? Ich habe ihn doch hier irgendwo eben gesehen. Kevin und Christina sind tot. Zumindest Kevin. Okay. Flo. Fuck. Scheiße, ich muss mich hier rausbauen. Natürlich genau an der falschen Stelle. Nein! Nee, nee du, nee. Den Fehler mache ich nicht nochmal, mich in einen engen Raum treiben zu lassen. Nicht verbrennen. Bitte. Hör auf zu brennen. Bitte hör auf zu brennen. Die ist einfach nicht aufgesammelt worden. Ich habe sie abgebaut, aber sie war... Der Tod lächelt uns alle an. Das einzige Wahre, was man machen kann, ist zurücklächeln. Nein! Ah, fuck. Nein! Nichts, keine Chance, wenn du in der Ecke stehst. Ich bin nicht mehr weggekommen. Ich bin nicht mehr weggekommen. Nee, nee du, nee. Den Fehler mache ich nicht nochmal, mich in einen engen Raum treiben zu lassen.
Ja, liebe Freunde, das war's von Mindfaction 2. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Und ich muss an der Stelle einfach mal sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Warum jetzt an dieser Stelle nicht der Originalkommentar kommt, ist, ich war zu diesem Zeitpunkt sehr verwirrt. Ich wusste nicht, was passiert ist. Ich habe mich wieder in die Enge treiben lassen und habe es wieder bereut. Sowohl im Kampf gegen Nestflo als auch im Kampf gegen Reghost. Es hat nicht sollen sein, dass wir uns ins Finale in den Kampf um die letzten beiden vorschlagen. Leider Gottes ist bei dem Nestflo die Aufnahme so ein bisschen kaputt gegangen. Und deswegen hat er leider keinen Ton mehr, keinen Kommentar mehr. Ich glaube, die Cam war auch am Arsch. Leider. Ich werde euch allerdings trotzdem das Finale von den beiden unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr aus deren Sicht zumindest mal gucken könnt. Wie das der Nestflo jetzt genau macht, weiß ich nicht. Aber an der Stelle möchte ich mich einfach nochmal bedanken. Bedanken bei euch als Zuschauer, dass ihr mir immer wieder tolle Kommentare unter dieses Projekt geschrieben habt. Auch bedanken bei Reghost, bei Tycho, bei Better Not Games, bei Nestflo, bei Blockler, bei allen, die dabei waren. Onkel Poppy, Christina, Olk. Bei allen, die dabei waren, das ist so eine lustige Truppe gewesen, auch in der Skype-Konfi. Und ein ganz besonderes Dank geht dann natürlich auch an Nestflo, der mich dann damals auch gefragt hat, ob ich mitmachen möchte bei Mindfaction, weil einige Plätze frei geworden sind, weil einige aufgehört hatten. Schade, dass ich nicht von Anfang an dabei gewesen bin, muss ich immer noch sagen. Und das sagen mir auch viele, dass sie es schade finden, dass ich nicht von Anfang an dabei gewesen bin. Ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder bei einem neuen Minecraft-Projekt, in dem ich wieder mein ganzes Herzblut reinstecken werde, vor allem in den Schnitt. Und ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die mir für den tollen Schnitt in einigen Parts ein Lob dagelassen haben. Hat mich echt gefreut, dass euch das so gut gefallen hat. Und ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß mit meinen Minions, wie ich ihn hatte. Ich erinnere da nur mal an Ender Chicken, Boris, Bertie, ja. Oder auch unsere Ender-Minions, Harald. Und hatte ich vorher schon Ender-Minions gesagt? Ich weiß es nicht. Ich meinte natürlich unsere Necromancy-Minions. An der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschö, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.